Hallo meine Pokéfreunde und Pokémon, willkommen zu einer weiteren Folge von SpongeBob, der Film, das Spiel. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde. Irgendwie so in der Richtung. Und ja, willkommen zu einer zweiten Folge. Ich staune gerade, dass ihr immer noch eingeschaltet habt. Ich konnte die Kommentare und die Bewertungen nicht lesen oder sehen. Bis jetzt, ja. Deshalb entschuldige ich mich. In der nächsten Folge werde ich dann alles sehen und sagen. Und ich finde, dass Patrick ein bisschen komisch aussieht mit seinen Augen hier. Und SpongeBob viel zu lange Arme hat. Aber naja, ich würde sagen, fangen wir an mit eins meiner Lieblingslevel. Denn es ist ein komplett anderes Level als sonst. 1-4. Ahoi, Muschelstadt. Und das passt auch mit dem Soundtrack. Also ein kleines Minispiel. Wir müssen ausweichen. Ich liebe die Musik. Sie ist super nice. Wir können auch aufspringen. Und ausweichen. Ich singe da jetzt mit. Ich kann sonst nicht anders, wenn es liegt. Ist mein Lieblingslied aus dem Spiel. Ich hab die immer nur gespielt, diese Level, damit ich die Musik hören kann. Ja, ich liebe die Musik und ich hab mich aus Versehen treffen lassen. Habe ich bestimmt noch nicht gesagt. Jetzt dürfen wir aber nicht in der Mitte sein. Denn sonst werden wir getroffen. Und ein Treffer und das war's mit uns. Also pass auf. Du bist gerade voll schlecht, nein. Pass bitte auf, was du da tust. Yeah. Zeit ist vorbei. Und die Musik ist leider zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, ich weiß nicht, ob man es sagen konnte, aber ich mag die Musik. Yay. Und damit kommen wir dann zum Boss der ersten Welt. Jaha, wir werden die Stadtgrenze überqueren. Nicht wird uns von der Männlichkeit abhalten. Lass uns mit diesem Fahrzeugaufseher reden. Ja, das klingt nach einer guten Idee. Welt 1 Boss, Rüpelfisch. Oh Gott. Jungchen geht besser zur Seite. Ah! Ach komm, konnte ich jetzt was machen? Boom, Alter, aufs Gesicht. Fuck, ich bin gerade mega schlecht bei dem Boss, bei dem einfachen Boss. Hä? Ist ja eigentlich voll easy. Das war's? Das war's? Das war's? Ehrlich? Und ich war so schlecht, hab ich treffen lassen? Puh. Ja, da kann's auch nicht fassen. Würde ich noch am Ende einen Facepalm geben, so. Er hat einfach das Bürgermobil genommen. Ich glaube, er war nicht der Fahrzeugaufseher. Ich glaube, er kommt nicht zurück. Wow, Patrick, bist du voll schlau. Und damit sind wir mit der ersten Welt durch. Ich gehe erstmal nach oben. Rechts geht's weiter mit der zweiten Welt, aber hier oben. Abkürzung heißt das hier. Hiermit kommen wir zu den jeweiligen Welten. Ihr seht schon, wie viele Welten es gibt. 6 Stück. Und ich weiß nicht, was man nach oben gehen kann. Ich glaube, hier ist man dann... Bikini-Schatz? Ich weiß nicht, was das hier ist, ne? Ich möchte am liebsten eben... ein Safe State machen. Ja. Ich weiß nicht, was das hier ist, ne? Ach, das ist das Minispiel. Ach so. Ja, lass uns mal kurz machen. Ach, das ist das Minispiel, okay. Ihr wisst ja welches. Ja, gut, das könnte man als 100% zählen, aber nein, ich mach das nicht. Dass du Bescheid wisst. So, jetzt will ich das One-Up. Los! Ah, okay, ich hab zu früh gedrückt. Na ja, geil. Ja, die sind anscheinend die ganzen Minispiele. Aber doch nicht in jedem Level gibt's ein Minispiel, oder? Sieht so aus. Anscheinend gibt's 30 Level gibt's. Doch, das passt eigentlich hin, ne? Naja, egal, ich würde nicht alles sammeln, nur dass du Bescheid bist. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit Welt 2. Korallenschlucht. 2-1. Wo ist das Riff?
groß lag gerade. Ich mach kurz einen Cut. So, da bin ich wieder. So, erstmal die Musik genießen, während wir das Spiel spielen. Oh ja, die Musik in diesem Spiel ist super. Und seht ihr das da links? Da können wir reinfliegen. Wenn ich es schaffen würde. Reinfliegen. Normalerweise kann man... Oder es war ein anderer Ort. Vielleicht war das nicht der hier. Komisch. Normalerweise... Auf jeden Fall weiß ich, dass es hier unsichtbare Wände gibt. Das ist, was meine ich unsichtbare Wände? Ich meine unsichtbare Eingänge. Natürlich. Dum, 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 dum. Kann man da runter? Was war das denn gerade? Was ist das? Ah! Hier sind Stacheln überall. Da möchte ich ungern reingehen. Oh! Und wo kommt der denn? Bams. Oh, das war knapp. Bär. Ach komm! Hätte ich fast machen können, ne? Das Spiel mal wieder. Und ja, nächster Hit und ich bin tot! Oh, Hit! Oh nein, ich flieg drüber. Oh nein. Ich muss da runter. Go. Komm! What? Oh, wie SpongeBob gestorben ist, ey. Ihr habt das gesehen? Tut mir leid. Ich bin mega schlecht in dem Spiel. Es tut mir echt leid. Auf jeden Fall. Es tut mir wirklich leid, okay? Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, wieso ich gerade so schlecht war. Das war ein bisschen peinlich. Ein bisschen mehr peinlich. Digga, die Musik, die heitert uns schon auf. Ups, das wollte ich gar nicht. Glaube ich ein bisschen. Ja, ich habe auch gerade momentan nicht mehr so viel Platz für mein PC, weil ich halt immer so viele Videos habe und alles. Ich will jetzt einfach rüberspringen. Und du machst uns jetzt nichts mehr, ja. Yeah! Oh, ich habe mir jetzt einen Treffer gegeben, um ehrlich zu sein. Ach, ich hätte auch einfach so machen können, ne? Ach, guck mal! Sieh mal einer an! Dieses Geräusch, so 0815. Das ist ein gutes Geräusch, war das gerade. Nice. Ah, nein, ich will das haben. Ich glaube mal, ich weiß auch, was man machen muss. Das war den hier! Ja, wusste ich es doch. Hier jetzt aufpassen! Schnell hier, damit es nicht mehr so schlimm ist. Und renn. Gut. Oh Gott, hier müssen wir aufpassen. Oh nein, oh nein, oh nein. Das Spiel ist schon ein bisschen spannend. Es ist eigentlich nicht so schwierig. Ich bin einfach nur schlecht, habe das ewig nicht mehr gespielt. Bitte verzeiht mir. Bitte. Bitte. Dankeschön. Soweit ich weiß, ist das Spiel auch nicht so linear. Es gibt auch verschiedene Wege. Und ja, gibt viele Secrets, aber so gesehen, ich mache halt keine 100%, ich meine, das macht eh niemand. Und daher ist es, dass ich es auch machen. Gut, so war ich einzelartig. Und da oben ist das Minigame für dieses Level. Aber wie gesagt, vielleicht mache ich ja mal so ein extra Video, welches Spiel ich durchgespielt habe. Vielleicht gucke ich mal irgendwo im Internet, vielleicht gibt es ja irgendwie so eine, ne? So ein Guide, der euch alles zeigt, wo alles ist und so. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich meine, man kann ja die ganzen Level nochmal wieder betreten, also nochmal reintreten. Kann man ja betreten. Ach so, hier sind wir. Oh Gott, da oben ist ein neuer Gegner. Und hier ist auch einer. Wow, bitte nicht angreifen. Was macht der? Oh, der schmeißt mich ab. Das finde ich nicht so nett von ihm. Oh, lass mich nochmal erstmal leben. Das erste. Aber hier kann man durch. Nicht? Ich dachte, da kann man durch. Okay. Ich weiß nicht, ob ich laut bin oder leise bin. Also ja, alle zwei Folgen oder so mache ich eine Welt. Ja, ich schätze mal, wie viele Folgen hat das Spiel? Werde ich brauchen.
Hier nicht so weit nach vorne. Hier am besten stehen bleiben. Weil sonst gibt es einen Glitch und der kriegt dich trotzdem. Lass mich überlegen, wie viele Folgen werden wir brauchen für das Spiel? Ich würde mal sagen... Boah, ich weiß echt nicht. Vielleicht 12. Ich sag mal 12. Ja, am Ende werden wir mal sehen, ob wir 12 Folgen haben. Oh, ich wusste es. Ich habe den Fehler gemacht. Nein. Egal, das Leben hole ich mir jetzt nicht. Nee. Das lohnt sich gar nicht. Lohnt sich einfach nicht. Nein, gar nicht. Wir hören wieder unsere Siegbarkeitsmusik. Kommt irgendwie ein bisschen viel oft vor, aber egal. Jetzt haben wir es nochmal, denn ich habe es nochmal eingesammelt. Hier ist nochmal ein Kontrollpunkt. Ich weiß nicht, wie es das gibt, aber egal. Mega! Wir sind mega, mega weit gekommen. Gut, ja, das ging jetzt voll in die Hose, wenn ihr versteht. Aha, lustig. Ab hier hat dann meine Aufnahme gelaggt. Ich hoffe, es war jetzt nicht so schlimm. Ich kann mal kurz erzählen, was so alles passiert ist. Und zwar war das Level Duck eh schon fast zu Ende. Und zwar ist man einfach so runtergeflogen wie so ein... Es gibt auch so ein Level aus Mario Bros. 2, wo man dann auch so runterfliegt. So in etwa war es halt. So könnt ihr es euch vorstellen. Und ja, so gesehen fast gar nicht so passt. Und hier war es das Level? Anscheinend. Ja. Oh, es ist am Leck, nein. Tut mir leid. Tut mir echt leid, wenn manchmal so die Folge laggt. Ich glaube, dann werde ich auch ein bisschen was rausschneiden. Und ja, es tut mir echt leid. Ich kann ja nicht immer nach links gucken. Ich könnte gut. Wir können das so machen. Ich gucke die ganze Zeit nach links auf meinen zweiten Bildschirm. Da sehe ich nämlich die Aufnahme. Gucken wir da halt so ein bisschen. Dann rede ich ein bisschen so schräg. 2-2. 100 Meilen nach unten. Was? Heißt das, wir kommen jetzt irgendwie nach unten oder so? Ach komm, ich habe ihn. Oh Gott, ich lebe ja noch. Okay, was mache ich jetzt? Da renne ich jetzt lieber so durch. Ich riskiere es aber auch, ne? Aber das ist ein Kontrollpunkt. Ich weiß nicht, was die machen. Aber ich sammle die mal lieber ein. Wieso nicht, ne? Die sind bestimmt nicht schlecht. Also sammle ich sie. Vielleicht ist es wahrscheinlich nicht so pixelig, aber ich habe das Spiel gerade mega groß offen. Oft bei mir. Und da sieht man einfach schon jeden Pixel. Also wirklich jeden Pixel irgendwie. Ja, das Spiel ist... was ist das denn für einer? Den kenne ich ja gar nicht. Okay. Ist der jetzt besonders oder... weil er anders aussieht als andere? Oder was? Oh Gott. Jetzt darf ich die Passage nochmal machen. Nice. Ich darf die Passage nochmal machen. Aber nur darf, ne? Bescheid wisst. Das wollte ich drücken. Ein Secret? Wer hätte es nur ahnen können? Denn da oben war ja auch was. Ein extra Leben. Und da müssen wir doch hoch. Oh, ich habe nicht gedrückt. Gedrückt halten, da kann man höher springen. Das ist in jedem Spiel so. Oder fast jedem Spiel. Das ist so. Nice. Ich habe irgendwie das Gefühl, gleich kommt wieder eine Riesenmuschel. Ich meine, es wäre nichts Neues. Von diesen Passagen, ey. Und Schüssel, ey. War etwas knapp, aber ging noch. Boah, nein. Patrick, bitte. Ich will da rüberfliegen, dankeschön. Da gibt es einen Geheimgang. Ja, war klar. Eine Qualle. Eine Qualle ist hier. Ich werfe. Tot. Ich riskiere es aber auch, ne? Was ist mit mir los? Ich riskiere es ja mega gerade. Alter. Renn. Oh, shit. Aber eigentlich hätte es auch gepasst, jede Folge eine ganze Welt. Dann hätten wir aber keine 12 Folgen, sondern nur die Hälfte. Soll ich da eigentlich runter? Ich mach's. Oh, pass auf, Mike, pass auf. Oh, ey, ist das nicht fies?
Ey, komm. Ich hatte noch nie so krasse Probleme mit diesem Level. Wieso sterbe ich denn? Ich nehme das schon ein bisschen persönlich. Ich meine, das ist ein Spiel aus meiner Kindheit. Ey. Kann man doch verstehen. Hui! Ist hier irgendwas? Nee. Ich weiß, hier kann man irgendwo auch um Level durchglitschen. Ich habe ein paar Speedruns gesehen. Ich weiß nicht, was der Weltrekord ist, aber ich weiß, ich glaube, ich mache keinen Speedrun nur. Ich wollte es halt ein bisschen erwähnen. Hui! Hier sollte irgendwas Ende sein. Ja, da dachte ich es mir schon. Braues Passwort. Drittes Level. Wollen wir das so machen? Machen wir das mal. 1, 2, 3. Kleine Pause. Machen wir eine kleine Pause? Nee. Okay. Dann machen wir halt keine Pause. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man nicht so viel sieht. Hier, ihr seht ja, wenn ich nach links und rechts gehe, dann sieht man halt nicht so viel. Ich habe immer Angst, wenn ich jetzt renne so, dass ich in irgendwas reinrenne und dann bist du tot. Ja, GG. Game over, yeah. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also ja. Oh. Wer hätte das denn nur geahnt, dass da ein Secret ist? Oh, krass, Alter. Und hier haben wir sogar einen Krabby Patty. Oh. Und einen Gegner, der mich fast sogar besiegt hätte. Kratz. Mir macht Spaß. Ja gut, ich glaube, ich nehme die 12 Folgen doch lieber weg, weil ja, ich glaube, es sind doch eher 8 Folgen so. Kann ich nicht sagen. Das war's schon. Ich würde schon sagen, das war's schon. War ein bisschen kurz gewesen. Ich glaube, hier unten ist sogar das Ende, also sogar gar nichts. Ich würde dann einfach sterben, würde da fallen. Ich meine, das Spiel wird ja von Level zu Level schwieriger. Das ist ja nichts Besonderes bei Videospielen so. Ja, immer das gleiche. Oh, Blind Jump, ey. Ich möchte eigentlich gesagt, ehrlich gesagt, nicht sogar hochgehen hier. Oder ist sogar ganz oben was, aber na, ich möchte nicht. Komm. So. Hier haben wir hier Kontrollpunkt, cool. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ich habe kurze Pause gemacht. Auf jeden Fall sind wir hier in diesem wunderschönen Level. Und wow, krass. Wir spielen Potter, wer hat's gedacht? Nein, lass mal ein bisschen. Was? Fuck? Also fuck? Tuck? Was steht da? Fuck, zack? Irgendwie sowas. Ach komm! Ach. Die bangen rum wie rum oder so. Sag jetzt einfach die Baggen rum, Punkt. Ist mir egal. Die Baggen für mich rum. Oh, da ist einer. Hui. Weiß gar nicht, wo ich hingehe. War gar nicht so schlecht, so. Boom. Ach ja, ich wusste, das kommt jetzt. Ich wusste es. Ich hab's geahnt, ja. Und bams. Fuck. Tap. Tap, tack. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich bin nicht schlecht, okay? Ich nicht in... I don't even speak English, okay? Gut, dann werden wir mit dem Level fertig. Ich würde sagen, eins machen wir noch. Und dann in der nächsten Folge. Sind wir schon beim Boss? Na komm, ich mach das Level hier noch. 2, 4. Männerbabys. Was? Wir sind doch keine Männerbabys. Oh, jetzt sind wir hier in... In einer... Ach, jetzt hab ich den Namen vergessen, nicht Lappen. Egal. Auf jeden Fall sind wir in einer Bar. So, ja. Hier sind mega viele Gegner. Oh, nein! Oh, Albtraum, Albtraum. Ah, bitte grad nicht rum, dankeschön. Oh, was ist das denn für einer? Ach, der... Ach so, deshalb ist er so anders, weil er Sachen rauskotzen kann. Ach, komm, geh sterben. In der nächsten Folge sehen wir dann den Bosskampf. Ich mache aber dann eine Pause. Das heißt, in der nächsten Folge kann ich eure Kommentare sehen. Mann, oh Mann. Ich hoffe, jemand von euch kennt das Spiel oder ähnlich. Also außer Natara natürlich. Das wäre mega nice. Und ich freue mich auch über jeden einzelnen Like und Kommentar. Und natürlich Zuschauer, denn es freut mich natürlich, wenn ich Leute sehe, die sich sogar interessieren, so ein Spiel. Das
freut mich echt. Die mal fertig. Ich kann nicht, darf ich sagen, dass das Level ein bisschen komisch ist. Das ist so ein Ownungslevel. Ich sehe gerade, das lag etwas. Easy. Ja. Doom, doom. Jetzt besiegen wir alle. Yeah! Oh, was macht ihr denn hier? Also ich glaube, ich möchte mal einen von euch sehen, der das Level hier ohne einen Bart oder so ein dieses Power-Up halt macht. Ich möchte mal einen sehen, der das macht. Gut. Hier sind wir dann am Boss angelangt. Ich glaube aber, da wir keine Zeit mehr haben, würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir dann den Bosskampf. Und dann machen wir Welt 3. Vielleicht haben wir Welt 3 sogar dann durch. Wäre eigentlich ganz cool. Wäre sogar eigentlich ganz logisch. Das Spiel, ich glaube, das schaffen wir sogar... Also 12 Folgen jetzt, muss ich sagen, ist, glaube ich, ein bisschen zu viel gewesen. Wie gesagt, das Spiel kommt halt nicht so oft dran, da es kurz ist. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst eine positive Bewertung da. Ihr könnt irgendwo draufklicken, da seht ihr, kommt ihr dann zur nächsten Folge, wenn es draußen ist. Zu der Playlist und zu meinem Kanal, da könnt ihr gerne abonnieren und die Glocke anschalten. Ich rede ein bisschen schnell, weil es mir gefällt. Haut rein und ciao.